Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Folge haben wir, ich glaube, zwei Missionen gemacht. Ja, ich glaube, zwei waren es. Die haben wir auch erfolgreich abgeschlossen, zum Glück. Und wir brauchen noch mehr Erfahrungspunkte. Oh, oh! Unser Terrenus ist ausgewachsen. Aha. Schön. Gut. Wir hatten ein paar Vorschläge in den Kommentaren. Und ich glaube, ich nenne es Jolly Jumper. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Die zweite Namensgebung mit Casimir war natürlich auch in Ordnung. Aber Jolly Jumper hat irgendwie was. Gefällt mir. Gefällt mir persönlich sehr gut. Genau, dann brauchen wir noch den Sattel. Nee, Quatsch, der war hier. Hier war der Sattel. Genau. Der Sturm hat aufgehört, das heißt, ich kann auch meine Funzel wieder ausmachen. Und wir auf Inventar zugreifen. Ja, Sattel ist drin. Sehr schön. Oh, hier hat es einen Baum hingeschmissen. Den würde ich nur mal schnell abernten. So ein bisschen Holz kann nie schaden. Vor allem, wenn wir jetzt viel Baumharz produzieren. Oh, hier liegt eine ganze Menge Holz rum. Ja, also wenn es einmal rumliegt, dann nehmen wir es mit, ne? Also, keine Frage. Und warum folgst du mir? Mach mal Folgen raus, bitte. Hier liegt auch noch ein Baum. Okay, also jetzt hat es echt eine ganze Menge umgehauen. Ich wusste gar nicht, dass hier noch Bäume sind. Vor allem so nah an unserem Haus. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Hey. Du musst jetzt hier aber nicht in der Prärie stehen, ne? Geh lieber da hinten. Ja. Ich mach das Holz mal weg. Das ist nämlich so schwer. Und die Stücke mal hier rein. Gut, und dann wollten wir ja die eine leichte Mission machen. Wo wir auch wieder nur so ein altes Schürfergebiet suchen sollen. Genau, hier das verstecktes Lager. Finden Sie ein Lager in einem Gebiet, das von anderen Schürfern zurückgelassen wurde. Ich suche das Gebiet nach einem versteckten Lager. In diese Richtung, alles klar. Jolly Jumper, komm mit! Auf geht's! Wir machen mal wieder eine Unternehmung. Vor allem mal wieder. Ich darf dir gar nicht erzählen, dass du schon das zweite bist. Das erste hat es leider nicht ganz so gut überstanden. Aber du bist besser. Du bist besser, glaub mir. Oh, hier haben wir Schwefel. War da vorne auch nochmal. Genau. Würde ich vielleicht einfach mal mitnehmen und ins Pferdeinventar packen. Brauchten wir für Schießpulver? Ne? Ich glaube, für Schießpulver war das. Gut. Wir müssen außen rum. Ach, wir müssen eh in die Richtung. Okay. Okay, dann lasse ich dich mal hier stehen. Wir sind jetzt im Gebiet. Und ich suche mal ein altes Lager, ne? Verstecktes Lager. Hier unten. Es qualmt hier. Oh, okay. Ach, das ist es gewesen. Ach, das war's schon. Okay, das war ja wirklich easy. Das war wirklich easy. Dann auf zurück. Dann können wir direkt noch eine annehmen, oder? Das
Das war jetzt echt einfach. Dann ist der Gap zwischen, leicht und mittel ja echt riesig, ne? Also der Schwierigkeitsgrad ist schon, weiß ich nicht, nicht wirklich aussagekräftig, habe ich das Gefühl. Wie schwer die Missionen tatsächlich sind. Ich glaube, die... So ein kleiner Busch. Denn ich glaube, die im Eisgebiet oder im Schneegebiet... Das war doch auch nur eine mittlere. So, Holz. Stücke. Baumharz. Das können wir nicht direkt hier lassen. Und Schwefel. Schwefel, Schwefel. Wo brauchten wir Schwefel? Ich glaube für Schießpulver, ne? Exakt. Lassen wir auch direkt hier. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir sogar direkt noch eine Mission annehmen. Ich packe nur schnell mal meinen Wasserbehälter da rein. Dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Nochmal eine leichte. Lokalisiere eine verlassene Basis und durchsuche sie für die UDA. Wo? Wo? Okay, das muss weiter weg gewesen sein. Ja, dahin. Okay. Das war auch weiter weg. Mein Wasserbeutel. Würde ich gern wieder haben. Und dann können wir nochmal losgehen. Mein kleines Pferd. Lass mal gucken. Das war in die Richtung. Genau, da wo es grün ist. Kommen wir da vorbei? Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Jetzt hier einfach gerade drauf zugehen. Sollten wir direkt an diesen Steilwänden da vorbeikommen. Genau, hier müssen wir rechts vorbei und dann haben wir eigentlich freie Bahn. Ich muss mal kurz auf mein Mikro gucken. Ja, doch, das passt. Gut. Ihr versteht mich. Das ist gut. Das ist wichtig. Ach, Ausdauer verbraucht. Okay, Wölfe. Da hinten. Okay, ist nicht mehr weit weg. Sammel die tragbare Signal. Okay, aber dann haben wir noch ein tragbares Signal. Das ist auch cool. Wie gesagt, dann können wir das irgendwann mal mitnehmen, um damit Sachen zu markieren. Und wenn es sie umsonst gibt, ist das eigentlich ganz nice. Dann brauchen wir es im Tech Tree nicht zwingend erforschen. Und die verlassene Gold. Ach, ist wieder so eine Goldsucherbasis. Okay. Verstehe. Oh, okay. Das muss doch hier irgendwo sein. Ach, hier. Da müssen wir die wahrscheinlich wieder aufbauen. Okay, ah gut, ich sag mal so, nicht meine liebste Mission. Da hinten, okay. Wo haben wir mein Terrenus da? Müssen wir mein Terrenus vielleicht, also Jolly vielleicht auch ein bisschen entfernt stehen lassen, weil wenn da wieder die ganze Zeit Bärenjunges kommen, ich will nicht mein zweites Reittier verlieren. Also das wäre wirklich uncool. Und dann lasse ich dich nämlich hier stehen und gehe hier alleine rein. Da ist die Basis. Und die müssen jetzt wieder aufbauen. Exakt. Gut, wir lassen uns diesmal... Versuchen uns diesmal nicht großartig ablenken zu lassen. Außer natürlich, wenn irgendwo direkt was kommt. Und uns angreifen will.
Vielleicht haben wir heute auch ein bisschen Glück. Und die Tiere lassen uns zumindest einigermaßen in Ruhe. Da ist ein Terrenus. Das hat uns aber offensichtlich noch nicht bekommen. Okay, dann haben wir hier noch ein Bärenjunges. Weg damit. So. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz. Das kriegen wir aber hin. Bären. Das ist hoffentlich nicht auf das Haus gefallen. Ich glaube, das wäre der Fail des Jahrhunderts. Da war wieder, glaube ich, ein Bärenjunges unterwegs. Oh, hochgestuft. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt brauche ich die Mission gar nicht mehr. Ja, wir nehmen natürlich das, ich glaube, Rennen. Was, ne? Das Rennen nehmen wir natürlich gerne mit. Okay. Dach fehlt noch. Reicht. Gut. Über 80% muss es einfach sein. Platziere ein Signal, markiere den Standort. Ja. Da ist noch ein Bärenjunges. Okay. Das nehmen wir wieder mit. Wo haben wir unsere Bezahlung? Da. Bin ich mal gespannt, ob es wieder was Sinnvolles gibt. Kräuterforschung, Abwicklungshilfe, geborgene Güter. Okay, das brauche ich nicht. Die Forschung. Ausdauertonikum. Hm. Ja, ist jetzt alles nicht so interessant. Ich glaube, ich nehme das Ausdauertonikum mit. Das klingt eigentlich ganz interessant. Wir können ja mal durchlesen, was das bewirkt. Plus 100 Ausdauer beim Verbrauch. Plus 30 Max-Ausdauer und 200% Ausdauerregeneration für 2 Minuten. Okay. Ich dachte, der Modifikator hält vielleicht ein bisschen länger an. Aber auch so ist es okay. Auch so ist es okay. Gut. Dann würde ich sagen, kehren wir schnell nach Hause zurück. Oh, das sind die Richtungen, ne? Ja. Genau, kehren wir schnell nach Hause zurück und dann vergeben wir die Punkte. Das will ich jetzt, mache ich halt ungern. Hier irgendwo in der Wildnis. Weil, ihr wisst ja selbst, ne? Man wird dann hinterrücks einfach mal von einem Bären angegriffen und dann, ja, waren die Punkte umsonst. Ja, ein bisschen so. Ein bisschen in diese Richtung. Da haben wir auch unser zweites tragbares Signal. Wie gesagt, das finde ich echt ganz gut. Wenn man das durch die Mission kriegt, dann brauchen wir nämlich nicht, brauchen wir das im Tech-Tree nicht erforschen, brauchen keinen Punkt dafür aufwenden. Und können uns zum Beispiel rein der Waffenforschung widmen. Um einfach noch mehr Tiere zu killen. Nein, wir können da natürlich auch mal schwerere Missionen annehmen. Aber dann einfach deutlich, deutlich, deutlich besser ausgerüstet sind. Ja, also mit Waffen, also mit richtigen Waffen wäre mir das vermutlich, ja, immer vorsichtig gesagt, aber wäre mir das vermutlich nicht passiert in der, in dem Eisgebiet. Ganz ausschließen kann ich es natürlich nicht. Weil, ja, ich hatte einfach auch wenig Ahnung, was da tatsächlich so auf uns zukommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Holz. Auch Stücke können hier noch mit rein.
Hefe kommt runter. Hefe. Weißt du was? Weizen kommt da mit rein. Das Ausdauertonikum würde ich vielleicht auch erstmal mit hier unten reinpacken. Einfach, nee, Quatsch. Einfach, weil wir es jetzt noch nicht brauchen. Oder beziehungsweise, erst zu bestimmten Zeiten, also vielleicht bei Quests oder so, dass wir das da einfach benutzen. Na? Gut. Gut. Ja, Level up. Level up, Level up, Level up. So, machen wir erstmal den Talentpunkt. Was hatten wir da? In welche Richtung wollten wir gehen? Wir haben hier auf jeden Fall Grundausdauer erhöhen. Das ist schon nice. Weniger Nachteil bei Überlastung. Verstohlenheit. Verschleiß. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken. Große Tiere werden beim Zielen markiert. Vielleicht noch was Richtung Kampf. Weil wir haben ja jetzt Schusswaffen. Ne? Günstiger. Oh. Ja, definitiv. Weniger Verbrauch für zum Schusswaffen herstellen. Auf jeden Fall. So, und du Wolf, du wirst der Letzte sein, den ich mit Pfeil und Bogen erlege. Denn gleich geben wir die Entwurfspunkte aus. Und dann bauen wir uns auch unsere erste Waffe direkt. So, Rang 3. Hier hinten. Genau, Reptilgewehr. Oder brauchen wir gehärtetes Leder für? Da muss ich gucken, wie man das macht. Pistole. Pistolenmunition. Und dann haben wir noch eins übrig. Und dann haben wir hier Antibiotika-Pille. Für 10 Minuten sind wir dann geschützt. Gilt das für alle? Und die alle diesen? Oh ja. Das heißt was? Dann gehen wir hier auf Küchentisch. Und machen das. Sind wir nämlich besser geschützt in Höhlen. Und diesen Gegengift, dieses Gegengift-Dings können wir nehmen, wenn wir mal wieder eine Mission mit Würmern haben. Genau. So, wie komme ich an gehärtetes Leder? Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Oh, ich kann aber nicht mehr sagen, wo. Pistolenmunition. Brauchen wir Schießpulver für. Ich sagen, dann machen wir davon nochmal was. Wir müssen dann wahrscheinlich auch langsam mal Holzkugeln holen. 56. Genau, weil. Ach nee, Schwefel wird auch gerade abgezogen. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall Schwefel, Holzkohle und wie gesagt gehärtetes Leder. Wie komme ich daran? Na, hier vermutlich nicht. Die Kochstation? Nee. Hier rüber? Oh, ich hoffe, ich muss das nicht freischalten. Das wäre natürlich jetzt dumm. Das wäre dumm. Wir schauen mal. Gehärtetes. Gibt's das als Rezept? Nee. Gibt's das hier als Rezept? Auch nicht. Und hier. Nee, gehärtetes Lederbrustpanzer. Okay. Wie machen wir das? Wir hatten noch die Stufe. Nee. Wo war denn die Stufe 2? Hier haben wir veredeltes Holz. Das brauchen wir auch. Genau. Kökelstation? Nein. Dr. Kuhnbank. Nein. Das ist Armschutz.
Das bin ich nochmal. War denn das? Wo konnte ich das denn machen? Häutungs? Nee. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Dann mal Werkbank. Was habe ich denn? Ja, auf Rang 2 habe ich die Werkbank freigeschaltet. Und hier dann die Bearbeitungsbank. Ja. Kann ich denn gehärtetes Leder herstellen? Amboss? Nee, macht auch wenig Sinn, gell? Das war irgendwas mit... Das war doch auch irgendwas mit, na, mit dem Harz. Mit dem Baumharz. Aber wo habe ich das gesehen? Oh, ich bin komplett lost, gerade. Nee. Zimmermannsbank. Holzschnitt. Nee. Hier? Nee. War das nicht hier? War denn das? Wir gehen jetzt mal alles durch. Das ist es nicht. Küchentisch, Pistolen, Munition. Leute! Leute, ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Denn ich weiß nicht, wo wir gehärtetes Leder herstellen können. Ich bin mir ziemlich sicher, das war... Das war irgendwas mit... Baumharz. Das ist jetzt echt doof. Nee, sorry. Ich find's einfach nicht. Okay, dann bist du vielleicht der letzte Wolf, den ich mit... Den ich mit Pfeil und Bogen erlege. Shit? Nee, heute. Ich weiß es aber auch nicht mehr. War das vielleicht am... Nee, aber das war jetzt nicht... Ich meine, der... die Schmiede, die wir da drüben stehen haben, das ist ja quasi die bessere Variante. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es das wäre. Wo habe ich das denn gesehen? Wahrscheinlich ist es extrem einfach und ich sehe es nur nicht. Nee, eine Häutungsbank, das macht keinen Sinn. Ah! Ich glaube hier draußen. Kann das sein? Ja! Oh, hier draußen. Okay. Dann lasst uns kurz gucken. Ich würde hier einmal... einmal Pistolenmunition herstellen. Oh, Pistolenmunition mal 5. Hier 4. Ah, das ist dann günstiger. Verstehe. Max. 14 mal 5. 70. Stark. Stark. Das lassen wir hier. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen als erstes mal eine Pistole. Das heißt, wir brauchen einmal... Okay, wir brauchen zweimal gehärtetes Leder. Dafür brauchten wir... eigentlich nur 4 Baumholz. Und ein bisschen Leder. Und ein bisschen Leder. Oder Leder, Leder ist genau. Ein bisschen Leder. Genau. Dann bringen wir das hier drauf. Nehme ich das in der Zeit mal runter hier. Wir packen hier Leder und das drauf. Auch 30 Sekunden. Genau, dann... Das ist roh. Das ist roh. Das ist roh. Der Rest ist alles ruhig. Und das packe ich jetzt... Boah, das hat die Frage. Packen wir es rein.
Schaufeln wir das erstmal dahin. Gut, na, haben wir es am Ende doch noch gefunden. Schöne Sache. Mal gucken, was wir noch brauchen. Veredeltes Holz, 18. Nehmen wir das einfach mit. Veredeltes Holz. Stahlbarren, 60. 60 Stahlbarren. Die haben wir definitiv nicht. Okay. Titan, Platin, Eisen. Braucht ein Rohstahl, ne? Haben wir davon ein bisschen was fertig, ja. Wie können wir sonst noch Rohstahl herstellen? Davon hatten wir jetzt auch ein bisschen was mitgenommen. Gut, machen wir nochmal Rohstahl. 12. Kohle. Holzkohle. Holzkohle. Aber das kriegt man schnell gelöst. Wir haben ja quasi hinten unsere Holzkohleproduktion. Das Feuer, also der Waldbrand, sah nicht nur cool aus, sondern hat tatsächlich auch was Sinnvolles. Schon eine ganze Menge davon. Muss auch nochmal nach dem Futter für meinen Terrenos gucken. Ach, das ist ja cool. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist egal, wo man hinschlägt. Quasi neuer. Also ein neuer Stream dazu. Das ist cool. So, das noch. Und ich glaube, dann. Dann dampfen wir erstmal ab. Jetzt über 700. Das sollte erstmal reichen. Ach, das ist auch noch ein verbrannter Baum. Ja gut, den können wir uns irgendwann anders holen. Wir wollten Rohstahl produzieren. Rohstahl, Max. 16. Na gut, okay. Das hatte ich gesagt, 60 Barren brauchen wir, gell? 60. Hier kommen jetzt nochmal... Ist das 1 zu 1? Ja. Gut, dann sind wir bei 50. Dann brauchen wir noch 10. Okay. Gut, das sollte dann reichen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was produzieren. Können wir ja auch mal das einfach mal laufen lassen. Zack, 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 zack. Und dann lassen wir hier einfach mal ein bisschen Rohstahl laufen. Okay. Das nehmen wir noch mit raus. Das packen wir noch mit rein. Gut. Gucken wir mal, was wir noch brauchen. Also Stahl haben wir jetzt fertig. Hier mal Epoxid, 8 mal Epoxid. Hier. Mal Epoxid. Gut. Also warten wir jetzt eigentlich im Prinzip nur drauf, dass der Stahl fertig einschmilzt. Oh, zum Glück haben wir das Ding hier gebaut. Da bin ich echt so froh drüber, dass wir das Ding hier gebaut haben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Irgendwas habe ich jetzt weggeschmissen. Ah, das Epoxid. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Das kommt wieder rüber.
den Stahl hier, den Rohstahl auch schon mal mit. Packen den auch noch mit hier rein. Für was anderes ist der eh nicht zu gebrauchen. Und wir wechseln einmal den, den Biosprit-Kanister. Den hier rein, damit das Ding hier auch ordentlich weiterlaufen kann. Sehr schön. Eisen in Dauerproduktion. Vielleicht sollten wir dann auch mal... ich glaube, es gibt so einen Scanner, ne? Erzscanner. Entfeucht und Lösungsmittel. Einfaches Signal. Ja, was machen wir dann? Höhlenscanner gibt's. Wer macht hier solche Geräusche? Aber gab es nicht auch einen tragbaren Scanner? Kreaturen und Schrecken, Eisbohrer, Teamblech. Hm. Nee, okay. Gut. Ist aber auch nicht so gut. 49er Wolf. Tausend Erfahrungspunkte. Der bringt mir jetzt doppelt so viel wie so eine normal, wie so eine leichte Mission. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Bestiarium Schwächen freigeschaltet. Für den Wolf. Okay. Schwach gegen Gift, verursacht Wunden. Tier. Kritischer Bereich Kopf. Okay. Ja gut, das, das mit dem Kopf, das wusste ich schon. Das ist mir nicht unbekannt gewesen. Brauchen wir noch. Ja, gucken wir nochmal, wie die Produktion aussieht. Rohstahl, machen. So, und was können wir aus dem gemahlenen Knochen machen? Könnten wir noch irgendwas machen. Aus dem gemahlenen Knochen, da muss ich nochmal schauen. Brauchten wir das hierfür? Nee. Für irgendwas brauchten wir das. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß aber nicht mehr für was. So. Die Muni nehmen wir auf jeden Fall mit. Die packen wir hier unten rein. Hier haben wir noch einen Stahl. Stahl nehmen wir auch noch mit. Genau. Also wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen, was so durchzulaufen ist. Sie. Perfekt. Wir können sie herstellen. Wir machen jetzt unsere ersten Waffen. Und zwar... Ach nee, das gehärtete Leder. Entschuldigt, entschuldigt. Aber gleich sind wir soweit. Wir sind gleich soweit. Da oben liegen sie. Zwei gehärtete Leder. Das Leder kommt wieder mit. Wieder hier rein. So. Jetzt geht's los. Gewehr. Herstellen. Pistole. Herstellen. 1500 EP. Ist auch nice. Wo sind sie? Nein. Hier. Gut. Okay. Das kommt weg. Knochenmesser packen wir auch mal da hinten hin. Den Speer tun wir dann auf die 5. Der Bogen kann raus. Pfeile auch. Also ich würde sie nicht wegschmeißen. Weil... man kann es ja dann immer noch mal gebrauchen, falls wir mal keine Munition haben. Aber wir packen es erstmal. Ach, wir packen es hier in unseren Kleiderschrank. So ein schöner Ort dafür. So, dann haben wir hier oben die Munition. Knochen zum Reparieren. Trinkflasche dabei. Och, jetzt. Nachladen. Oh, da passt nur eins rein. Da passt nur eine Kugel rein. Really? Ups. Hat keiner gesehen. Und tschüss.
Das lockt wahrscheinlich Tiere an, oder? Könnte ich mir vorstellen. So. Hab ich... Ah ja, hier sehe ich auch. Okay. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Ob man bei Gewehr und Pistole auch sieht, was da auf einen zukommt. Aber das ist natürlich nur ein Schuss. Hätte ich vielleicht doch eher die Schrotflinte machen sollen. Die sind auf Nahdistanz mit Sicherheit deutlich besser geeignet. Aber es wird Laune machen, damit sich hier auf Lauer zu legen und irgendwas abzuschießen. Es tut mir leid. Jetzt werde ich zum Jäger. Jetzt werde ich zum Jäger. Es tut mir leid, aber wir werden den ganzen Tag nur noch Tiere killen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Was bringt das eigentlich, wenn ich hier eine Gemse reinstecke? 777 EP. Gut. Wenn ich eine abknalle, waren das auch ein bisschen was, ne? Das ist ein Hase. Und das ist auch noch eine Gemse. Das wird so spaßig. Das wird so spaßig. Oh, wir werden richtig Freude haben, die nächsten Folgen. Richtig Freude haben. Baue ein Wachturm, platziere ein Signal. Okay, baue ein Wachturm. Das klingt interessant. Machen wir. In der nächsten Folge. Aber werden wir machen. Holen Sie den Prototyp der tragbaren Signals. Gut. Aber da würde ich, glaube ich, mein Terrenus hier lassen. Da bin ich mir nicht sicher. Es könnte zu gefährlich werden. Also ich weiß, die Kugeln sind dann weg, aber... Ja gut, wenn man auf solche Distanzen schießt, dann... kann es durchaus mal sein, dass hier was verloren geht. Nein, genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gern Like und Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.